Du kennst das vielleicht, du hast Durst und gehst in die Küche, machst den Wasserhahn auf, Wasser läuft raus in dein Glas und du trinkst es. Viel, viel Wasser trinken ist auch gesund, ist in aller Munde und deswegen trinkst du vielleicht auch sehr viel Wasser, um gesund zu bleiben. Aber vielleicht geht es nicht darum, nur Wasser zu trinken oder viel Wasser, sondern auch darum, welches Wasser du trinkst und welche Qualität es hat. Denn nur so, nur dann kann es eine Heilwirkung auf deinen Körper haben. Das sagt jetzt mein nächster Gast hier bei Welt im Wandel TV und ich werde mit ihm darüber sprechen, wieso du dein Wasser filtern solltest. Lieber Erich, du bist der Wasserspezialist und hast eine eigene Firma, eben, die Filteranlagen herstellt. Jetzt die Frage ist, Erich, wie lange erforschst du das Thema Wasser? Seit 1997. Seit 1997 lässt mich nicht mehr los. Kein Tag vergeht. Jetzt habe ich mittlerweile ja meine Mitte so gefunden, dass du nach 25 Jahren sagst, okay, ich weiß, wie es geht, wie es funktioniert, aber auch diese 25 Jahre waren wirklich Suche, 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 Versuch, Irrtum und Widerstände und was ich da erlebt habe, genau. Da kannst du einen Film davon machen. Wenn ich es nicht selber erlebt hätte, ich würde es niemandem glauben. Nein, nee, die Industrie, private Leute. Da kommen wir gleich dazu. Aber jetzt schau, unser Zuschauer, der trinkt gern Cola oder Fanta oder ein Spezi. 3 Liter am Tag. Und was sagst du jetzt zu ihm? Was sollte er denn eigentlich Wasser trinken oder besonders gereinigtes Wasser? Nee, ich meine, die Leute sagen, das Entscheidende ist ja, gereinigtes Wasser braucht es überhaupt nicht. Das ist Volkesmeinung. Also Spezi, Cola, Fanta oder egal wie sie auch immer heißen, das wird nicht gut gehen. Das sieht man körperlich, das haut nicht hin mit Zucker, das wissen die Leute. Aber deine Frage war ja, warum soll ich mein Wasser filtern? Genau. Und da sind 95%... Zum Beispiel das Heilwasser im Supermarkt ist doch auch gut, oder? Ja, die Frage ist super und ich hatte neulich, ich habe einen Bauleiter, der hat zu mir gesagt, oh, ich trinke Heilwasser. Dann habe ich gesagt, ja, man sieht es dir an. Da hat es natürlich umgehaut. Wieso war er übergewichtig? Macht Heilwasser übergewichtig? Ja, man sieht es ihm an. Also man muss auf die Homepage gehen des Heilwasserverbands. Da sind ja hohe, Heilwasser darf nur sein, wenn du hohe Mineralisierung hast. Okay. Und dann schaust du einfach immer genau hin, was auf diesem Verband der Heilwasserindustrie steht. Und da steht immer dort als Kur annehmen, als Kur. Es ist eigentlich ein Arzneimittel. Und bei Herz-Kreislauf- und Niereninsuffizienz immer in ärztlicher Begleitung nehmen. Wer macht das? Aber es steht auf der offiziellen Verlautbarung. Und das ganz Einfache, du könntest ja auch zum Toten Meer fahren, da sind wahnsinnig viele Mineralien, oder auf den Ozean und könntest da Wasser zapfen und sagen, jetzt habe ich alle Mineralien drin, super. Und die Leute sterben dran. Mhm. Und in der Schule wird ja gelernt, wenn du dampfdestilliertes Wasser trinkst, dann stirbst du. Also wir haben die Heilwässer und die destillierten Wässer. Okay, es gibt aber auch noch Adelholzner, Gerolsteiner oder Überkinger, sag ich mal, oder andere Wasser, die ich im Supermarkt kaufen kann. Und dann trinke ich doch viel Wasser, dann muss ich doch gesund werden. Aber jetzt sagst du, ich muss mein Wasser speziell filtern. Wieso? Ja, warum ich das sage, ich habe ungefähr 15.000 Wassertests gemacht. 15.000. Und ich kenne ja vom Fußball her jedes Kuhdorf in Deutschland. Und mich hat es ja auch interessiert. Mich hat auch bei Corona sehr interessiert, wo sind die Gebiete mit sehr wenig Inzidenzien, wo sind die mit hohen Inzidenzien, was hat das alles mit Wasser zu tun. Und Wasser ist nicht gleich Wasser. Du hast es jetzt gerade gesagt, Heilwasser und dampfdestilliertes Wasser. Zwei extreme Gegensätze. Und dann haben wir natürlich das normale Wasser, unsere 0815 Wasser. Und das Schöne ist wirklich, ich weiß immer, ist immer noch, ich komme immer sehr in die Emotion, weil in dem Moment, wo ich sage, das Wasser, und dann kommen die Leute so wie wenn man sagt, just relax, take it easy. Unser Wasser heißt es eh das Beste. Und also gerade bei unserem sagt man, und es heißt doch, und das soll doch so sein. Das sind immer diese Aussagen. Also bei uns soll es besonders gut sein. Und das heißt doch unser Wasser. Also München. Ich komme ja aus München und dann sehe ich, ja, ich wohne am Schliersee und das Wasser kommt aus dem Mangfalltal. Ja, München bekommt, hat 1,5 Millionen Einwohner. Im Schnitt brauchst du mindestens statistisch gesehen 120 Liter pro Tag. Also brauchst du in München allein every day 180 Millionen Liter.
heißt 180.000 Kubikmeter aus dem Mangfalltal. Jetzt fahre ich durch dieses Mangfalltal, den Taubenberg, ich kenne es ja, bin es alles abgefahren. Und du weißt ja, das Wasser, Wassermolekül, ist kleiner als ein 10 Millionstel Millimeter. So, und jetzt sage ich mir natürlich, wie soll das sein? Nur München 180 Millionen pro Tag. Jetzt haben wir noch Miesbach, alle anderen Orte, Gemeinde. Und wie soll jetzt das gehen? Und Wasser sucht sich immer seinen Weg. Ich habe gerade einen Bau am Schliersee und da tun wir seit 2 Jahren rum. Und jetzt müssen wir alles wieder neu aufreißen. 2 Jahre finden wir die Leckage nicht, wo es da bei uns in der Tiefgarage reinläuft. Weil es ist so unfassbar klein, wenn das nicht 110% ist, Wasser sucht sich seinen Weg. Aber bei uns, so ist Volkes Meinung, heißt es ja, unser Wasser ist so gut. Und jetzt schaue ich halt an, weil wir haben gerade über Würzburg gesprochen. In Würzburg hast du eine Wasserqualität mit unfassbar viel Kalk. Gegenüber gehe ich wieder in Schwarzwald runter, habe ich ein Wasser, das ist wieder unfassbar ohne Kalk. Ja, aber das große Problem ist ja, dass ich als Verbraucher oder als Bürger mich ja darauf verlasse, was die Stadt sagt. Die Stadt München sagt jetzt, wir haben Trinkwasserqualität. Ja klar, das hast du, Trinkwasser. Und deswegen trinken die Leute das Leitungswasser. Ja, du genau. Ja, und jetzt ist, wir können ja nicht kontrollieren, welche Qualität das Wasser hat, das aus der Leitung kommt. Und das ist halt jetzt schon wichtig, weil du sagst ja, man soll es filtern, aber wieso macht denn das was, wenn jetzt im Kalk zum Beispiel im Wasser ist Wasser, jetzt ist Kalk drin, ist das schlimm? Es gibt das Buch Tod durch Calcium, ganz einfach. Und man muss hier eines aufpassen. Also zum Beispiel, du hast jetzt gerade Adler-Holzner angesprochen oder sowas. Ja. Bei den Wasserwerken, die ganzen Leute, oh Gott, das will der pH-Wert ist wichtig. Ja, aber bei Mineralwasser mit Sprudel, da testest du den pH-Wert und der ist 3,4, 3,7. Wo die bei Filteranlagen oder bei dampfdestillierten Wasser würden sie Amok laufen. Der ganz einfache Hintergrund ist das Gesetz, da stand drin ab 1980, es darf nicht korrosiv sein. Das heißt, es darf die Leitungen nicht angreifen. Jetzt haben wir aber in Deutschland 594.000 Kilometer Leitungen, alte Leitungen. Und wenn ich im Schliersee eine Leitung mit 50 Jahren schaue, eine Wasserleitung, wenn du da sagst, du, da tue ich jetzt einen Schluck Wasser rein, das wirst du niemals trinken. Klar, der Zahn der Zeit. Und überall, wo ein bisschen Kalk ist und ein bisschen Luft und Licht, und da kommen da verschiedene Dinge auch raus. Und du musst nie vergessen, in den Alpen, ach, da ist viel Betrieb, da ist viel Leben. Du hast in einer Handvoll mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde. Okay. Starkregen, schwemmt es rein, du nimmst das Rohwasser etc. Also dann habe ich gelernt, das, was die Behörden sagen oder was auf diesen Etiketten steht, sagt nichts über die wirkliche Qualität des Wassers aus. Etikettenschwindel. Aber jetzt ganz kurz zurück. Wieso, was, oder anders, was ist denn ein... Was ist ein gutes Wasser? Also wo nichts drin ist oder wo ganz viel Kalzium und Magnesium drin ist? Oder was ist ein gutes Wasser? Was ist gut? Was sagt die Natur? Gutes Wasser ist, wie die Natur funktioniert. Also, aber ich wohne an keinem Fluss. Wie das Leben funktioniert. Aber die Frage war, was ist gutes Wasser? Was ist gutes Wasser? Ich kann es nur dann beantworten, wenn ich weiß, was sind die besten Wassertester auf der Welt. Was kannst du... Die Fische. Wenn du... Ja. Und für uns sichtbar, ja, die Fische, da kommt drauf an, wo sie in welcher Umgebung sind. Manche, der Rhein war ja früher der lachsreichste Fluss Europas, war der Rhein. Jetzt hast du nicht mehr so viel. Auf Höhe Leverkusen wirst du nicht mehr einen Lachs finden. Okay, also. Also, du hast in Deutschland Gesetze, die waren 1980 so, dass du eine Leitfähigkeit gehabt hast und europaweit von 400 Mikrosiemens. Das war der Richtwert. Also mehr sollte es nicht sein. Europaweit. Heute ist er bei 2790. Okay. Ja, und so hat man es halt angepasst. Zum Beispiel, als die DDR nach Deutschland dazu kam, dann hat man natürlich den Richtwert von 1000 gleich auf 2000 verdoppelt. Und dann schaust du halt an, was alles drin ist. Ich sehe ja das Gebiet um Leuna. Und wie gesagt, ich weiß praktisch jede Ecke. Es gibt also Wasseratlas. Genau. Du hast ganz viel Wissen, das sieht man ja wirklich. Also für mich als kleinen Menschen, ein gutes Wasser ist, wo ganz wenig drin ist. Ich schätze deine Leidenschaft, aber lass mir die Antwort geben. Oh ja, bitte. Die Antwort heißt, wenn ich einen Verbrecher suche oder ich suche am Flughafen nach Rauschgift,
Oder ich habe Lawine, die die Menschen verschüttet. Was mache ich? Ich hole den Hund, den Rauschgifthund, den Lawinenhund, den Spürhund, den Blindenhund. Und ich habe eine Katze, die kannst du schlecht zähmen, und ich habe vor allem Pflanzen. Ich schaue wie eine Pflanze, du nimmst deine Körnchen, du nimmst irgendwie. Ah, okay. Und dann pflanze ich an. Welche Pflanze mit welchem Wachstum hat die höchste Dichte, die höchste Wurzeldichte? Okay. Und so entsteht das Leben. Okay, weil aus destilliertem Wasser und Erde, wo das ganze Leben ist, da entsteht biologische Nahrung. Das heißt, der Test wäre für unseren Zuschauer jetzt, der kauft sich Gemüsebeet, also der kauft sich Samen, baut den Samen an und einerseits gießt er das mit Münchner Trinkwasser und dann gießt er das mit Adelholzner und dann mit Gerolsteiner und dann mit Überkinger. Und je nachdem, wo es halt am besten wächst, da weiß ich, das ist eine gute Qualität. Genau. Kann man und, das so sagen? Genau. Und warum trinkt der Hund aus der Pfütze? Antwort? Weil er Durst hat? Er schaut keinen ich stelle immer den Hunden das hin. Und dann, warum trinkt er nicht aus der Pfütze? Ich sage immer, weil er nicht Zeitung lesen kann und nicht Fernsehen schauen kann. Darum trinkt der Hund aus der Pfütze. Er will ja überleben. Okay, aber es sind ja auch Bakterien dann in der Pfütze. Was macht denn das? Früher hast du einen Sand gegessen. Der Hund gibt das Beispiel. Okay. Weil es gibt kein Messinstrument auf dieser ganzen Erde. Okay. Das dem, der Hund hat das 5000-fache vom Riechorgan. Darum suchst du such. Mhm. Und ich, das war mein prägendes Ereignis am Bauernhof. Mein Bruder ist Jäger, seit lebenslang mit Leidenschaft. Und ich war der Sportler. Dann hat er mir eine tote Taube um den Bauch gebunden. Und dann musste ich rennen. Und ich bin echt schnell gewesen zu der Zeit. Und bin mindestens 5-7 Kilometer marschiert mit der toten Taube hin. Und da hat es mir echt pressiert. Und dann irgendwann habe ich die Taube weggeschmissen und bin wieder weitergelaufen. Und irgendwann, putsch, schuss, kommt der Hund daher. Also der hat das nur gerochen. Dann sogar in See rein. Die Hunde haben das Beste. Und die wollen doch nur überleben. Ich verstehe schon. Das sind die besten Wassertester. Aber jetzt, unser Zuschauer hat jetzt leider keinen Hund. Sondern jetzt pass auf. Jetzt sagst du ja, Wasser muss man filtern. Für mich ist jetzt wichtig, wieso ist denn wichtig, dass das Wasser eine gute Qualität hat? Was macht denn das Wasser in meinem Körper? Was, sag du mal, damit man den großen Zusammenhang versteht, was soll Wasser überhaupt in meinem Körper machen? Ja, also da muss ich sagen, haben die Schulmediziner, das ist unfassbar, wie bescheuert man sein kann. Oder es ist Absicht. Ja. 98% aller Stoffwechselvorgänge hängen am Wasser. Jetzt geh du mal raus in dein Auto und sag, ja, Sprit ist jetzt nicht so wichtig, da schütte ich was. Nein, so ist es mit deinem Cola oder mit den ganzen Dingen. 98% von den Stoffwechseln hängen vom Wasser an. Und dann kommt es darauf hin, Diesel, Super oder Normalbenzin, was tanke ich denn, welche Qualität? Ja, und ich sage, mich interessiert doch nur die Ursachen der Krankheit. Und du weißt, ich lebe wirklich nicht sehr gesund, aber ich trinke jeden Tag 3 Liter reinstes Wasser. In der Früh 1 Liter, abends am Bett steht was. Und wenn ich zur Toilette muss in der Nacht, trinke ich wieder nach, weil der Körper schläft ja nur, um sich zu regenerieren. Und die inneren Organe brauchen das. Und da kommt es doch einfach schlicht auf die Qualität. Ich verstehe. Also, es geht darum, dass das Wasser praktisch eine Reinigungsfunktion für den Körper hat. Habe ich das richtig verstanden? Das ist das Entscheidende, Versorgung und Entsorgung. Okay. Und du kannst einen rostigen Nagel lutschen. Oder, und da kommen wir jetzt zu diesen wertvollen Mineralien, darum sage ich, vorsätzliche Täuschung. Weil die auf dem Etikett steht zum Beispiel drauf Kalium. Kalium, Calcium, Magnesium. Genau, aber wenn ich jetzt dort stehen würde, lieber Herr Huber, hier haben wir ganz viel Kalium drin, also lieber Herr Huber, bei dem Kalium, wenn Sie einen Kaliumbedarf decken wollen, nehme ich das wichtigste intrazelluläre Mineral. Nicht irgendein Spiechen, sondern intrazelluläres Entscheidungskalium, dann müssen Sie heute 2000 Liter davon trinken. Das wäre Aufklärung. Oder ich habe hier im Münchner Umfeld immer noch, heute im Jahr 2023, da wird so Hunderttausende der Wasser verkauft, da steht drin, amtliche Analyse, 1992, steht immer noch drin. Mal steht Hauptsache was da. Das ist eben aber unsere Bequemlichkeit, die Behörden, die schlafen da, ist ja ein Steuerzahler, aber es ist so essentiell. Also da ist keine Bewusstheit dahinter. Ja, aber wir reden über Gesundheit, über Heilung, wenn du nicht entgiftest, ausschaust, die inneren Organe brauchen es, und zwar vom ersten bis zum letzten Pulsschlag, und wenn du es nicht machst,
dann, wo entsteht denn eine Krankheit? Die kann ja nur entstehen, wenn ein inneres Organ oder irgendwas, was ein ganzes Leben funktionieren muss, okay, nicht mehr genügend von dem Stoff kriegt, dann geht es in den Mangel. Und würdest du sagen, dass wenn man gutes Wasser trinkt, dass das auch Krankheiten heilen kann? Hundertprozentig. Also Wasser trinken wirkt Wunder. Farudin Bakmangelic, hunderte Bücher, was ich lese, Wasser trinken wirkt Wunder. Aber es kommt schon darauf an, wenn ich ein Auto habe, dann sollte ich schon super tanken und nicht dieseln. Ich muss schon schauen, welches Wasser. Ganz entscheidend. Okay. Und das kommt darauf an. Und das Wasser muss eines haben, es muss rein sein und sauber sein. Und ich habe mir da, weil ich ja früher, das können wir ja dann einblenden, das darfst du auch mal kriegen. Ich zeig's mal. Und da habe ich mal sowas gemacht. Und dann, ich sag mal, wer kennt es nicht? Ross kennst du. Du kennst Beta-Blocker, die immer schon festgestellt werden. Wir haben 1700 Pflanzenschutzmittel im Umlauf. Ja, das sickert alles runter. Da sind wir wieder bei Miesbach und Co. Da ist schon ein bisschen ein Wasserschutzgebiet. Aber jetzt gehen wir. Asseln. Asseln. Ja, im Trinkwasser. In der Süddeutschen Zeitung eine ganze Seite. Legionellen. Asseln im Trinkwasser. Okay. Legionellen sowieso. Dann haben wir das große, die Pestizide natürlich. Röntgenkontrastmittel. Ganz beliebt. Unser Herr Ministerpräsident säuft ja auch dieses Cola Light. Findest du alles wieder im Trinkwasser? Ja, viele Menschen nehmen Medikamente und gehen auf die Toilette und verlieren es natürlich wieder. Ja, ist schon klar, 90% geht runter. Aber jetzt nochmal die Frage, also okay, wir haben jetzt gelernt, es ist wichtig für die Gesundheit, für die Reinigung des Körpers und für die Funktionen des Stoffwechsels, gutes Wasser zu trinken. Also Wasser zu trinken. Wasser. Reines Wasser zu trinken, wo es möglichst wenig Kalzium, Kalium, Magnesium enthält, weil es jetzt zusätzlich wieder belastet. Okay. Und auch wenig Kalk. Aber jetzt nochmal anders, die Frage ist ja jetzt, wieso ich denn überhaupt mein Wasser filtern sollte, wenn ich jetzt ein gutes Wasser kaufen kann. Gibt es bestimmt gute Firmen, die du auch empfehlen würdest. Wieso soll ich denn da mein Wasser noch filtern? Ich kenne nur vier gute, weil natürlich, weißt du, wer macht das große Spiel? Das große Spiel machen Nestle, Danone und wie sie alle heißen. Mineralwasser testest du auf 16 Stoffe und danach nie mehr wieder. Wir haben jetzt Sommer. Und wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und messe die Wasser, die sind millionenfach verkeimt. Erst gestern war einer da, dann hat er heute an der Kasse im Supermarkt, dann habe ich einen getroffen, einen Elektriker, und gesagt, ja, was kaufst du denn? Ja, stilles Wasser. Und hat gesagt, im Sommer würde ich Sprudelwasser kaufen, weil du hast eine millionenfache Verkeimung in der Regel drinnen. Mineralwasser testest du auf 16 Stoffe, 12 Stunden nach der Abfüllung. Und auf jeder Flasche steht dort kühl, dunkel, trocken, lichtgeschützt und abseits von geruchsbildenden Stoffen. Mhm. Also gehe ich jetzt im Skianzug in den Supermarkt? Nee. Und dann steht es ganz draußen, jetzt Sonderaktion. Und dann noch das Plastik dazu. Und 16 Stoffe. Ja, super. Also wer macht das große Spiel? Also und sorry, der Gesetzgeber hat die Grenzwerte angepasst. Und dass du beim Mineralwasser nur 16 Stoffe testest, das ist größere, kann eine Offenbarungseid vor der Industrie nicht sein. Jetzt hast du eine Filteranlage entwickelt, mit der man Wasser filtern kann. Das Wasser aus dem Hahn, richtig? Ja, ich habe gesagt, wie kann ich das Wasser so hinkriegen aus dem Hahn, dass es für jeden bezahlbar ist, nachvollziehbar, okay, und dass es irgendwo auch, ja, dass es verstehen kann. Okay, und da ist auch der Kalk dann raus und die ganzen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, mit Medikamentenrückständen, ist dann alles raus. Also wir haben ein Buch geschrieben und das heißt, sind Mineralien im Wasser sinnvoll? Das ist mal ganz wichtig, weil du hast jetzt ein paar Punkte auf einmal gesagt. Also Kalk, diese ganzen Mineralien kriegst du natürlich, also du kannst jetzt entweder 10 Flaschen Wasser oder 100 Gramm Emmentaler essen. Du kannst entweder 2000 Liter Wasser trinken oder Avocado oder eine Kartoffel. Und da habe ich ich bin durch den Supermarkt marschiert und habe mir gesagt, wie viele Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren sind in einer Kartoffel, in einer Avocado, egal was. Und dann sehe ich auf einmal, wie grotesk das ist. Und das Buch Tod durch Calcium, Dr. Levy, hat 80 Seiten Quellennachweise. Und jetzt ist noch ganz was. Neulich, da kommen die Leute, dann sage ich, okay, die Wasserprobe, ich schaue es mal an. Wie alt bist du? Ja, 67 war der in dem Fall. Und dann habe ich die Wasserprobe angeschaut. Lebst du immer schon da? Ja. Trinkst du viel Wasser? Ja. Dann habe ich gesagt, dann hast du entweder Hüfte, Knie, Schulter. Irgendwo hast du ein Thema. Das geht nicht gut.
und sie an, sie an. Also ist jetzt noch die harmlose Variante. Manchmal bin ich so unverschämt, wie sie dann reden. Ich höre es ja schon immer, weil die haben gar nicht mehr so viel Energie, weil der Körper halt arbeitet, die wollen ja überleben. Aber wichtig ist jetzt nochmal, wieso muss ich dann das Wasser filtern jetzt, also von dir? Dann kommt, also ich könnte ja auch ein gutes kaufen, sagen wir jetzt mal. Aber jetzt, wenn ich das von dir filter, ist es noch reiner, ist da kein Kalk mehr drin, ist kein Medikamentenrückstand mehr drin, richtig. Gar nichts drin. Ja, reines Wasser, wie es uns der liebe Gott schenkt. Und sogar noch schöner, weil jetzt mittlerweile das Thema PFAS. Kennst du PFAS? Nein. Kennst du nicht? Nein. ARD, ZDF, WDR, NDR, PR, holländisches, amerikanisches, das Jahrhundertgift in uns. Die Spitzenwerte sind 20 Jahre erreicht. Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, eine Stoffgruppe von Minimum 4800 Stoffen, die bei der Herstellung und Verbrennung von Funktionsbekleidung, Teppiche, Shampoo, alles ist da. Ja. Und wir sind alle vergiftet. Der Mönch im Tibet, der Eisbär, wir genauso sind davon betrachtet, weil eine Pizzaschachtel, ein To-Go, die Schuhe, alles, was Wasser, Schmutz und Fett abweisend ist, ist da. Also jeden Tag. Und jeden Tag wird es verbrannt, jeden Tag wird es frei. Okay. Schau Altötting an und ist es klar. Gibt in Deutschland also 1500 Orte, europaweit 17.000 Orte, die massiv kontaminiert sind. Entschuldigung, letzter Satz. Grenzwert bei 10 Mikrogramm und oft findest du 350.000 Mikrofon. Rastatt, Baden-Baden, 60 Hektar komplett, weil es auch sogar ein Toilettenpapier ist. Also, man sieht wahnsinniges Fachwissen jetzt auch so speziell, aber schau mal her, ganz kurz. Ja, geht lang. Ich finde es sehr wichtig. Wenn ich jetzt dieses gereinigte Wasser trinke, dann heile ich meinen Körper oder bin ich gereinigt? Okay. Jetzt sagst du aber, man kann auch Wasser energetisieren. Ja, gereinigt also, langt nicht. Man kann es energetisieren mit zum Beispiel Wasserstoff. Da bietest du ja auch etwas an. Was heißt denn Wasser energetisieren? Und was macht es dann im Körper? Das also geht um das Thema hexagonales Wasser, ja. Weil du hast ein Wassermolekül, das hat normal in der Schule, lernen wir, Wasserwinkel ist 104,5 Grad, aber der Beugungswinkel von diesem Wasser hat 120 Grad, sonst würde das ja nicht funktionieren, wie in der Natur. Und energetisieren heißt ja, wenn ich es rein mathematisch mir diese Strukturen anschaue, das ist ja von Professor Pollack auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass ich für so ein Cluster mit drei Wassermolekülen habe ich ein freies Elektron. Kommen wir bei uns alles nachschauen. Professor Pollack, Wasser mehr als H2O seit den 79. Das ist der Schlüssel, weil wir wissen über Wasser gar nichts. Keine 5% wissen wir, keine 10%. Jetzt nochmal die Erklärung, das Energetisieren mit Wasserstoff. Was macht das? Ja gut, das ist einfach. Elektrolyse, da trenne ich H2O in H2 und in O. Und das macht mit dem Körper? Ja, Wasserstoff ist das Einzige, was der Körper kennt. Du hast Vitamin E, hast du die Formel C29, H50, O6. Einzige, was der Körper kennt, ist Wasserstoff. Also bei mir in der Weißwurst ist auch Wasserstoff. Aber halt andere Stoffe auch ein bisschen drin. Und faktisch, das ist das Einzige, was der Körper kennt. Dann bin ich besser gereinigt oder habe ich mehr Energie, mehr Kraft, kann länger joggen? Oder? Er regeneriert krebserregende Hydroxidradikale, ganz kurz gesagt. Und beim Joggen ist halt viel schneller in der Regeneration. Es geht hier um die Zellentgiftung und Wasserstoff kannst du ja Stand heute auch nicht richtig speichern, das heißt, du stellst es frisch her, du trinkst es. Da haben koreanische Forscher haben nachgewiesen, auf 1,5 Liter reinsten Wasserstoffwasser hast du die antioxidative Wirkung von 500 Äpfeln als Antioxidant. Und ich hab Dinge erlebt, wahre Wunder, wenn ich die veröffentliche, das macht mich ja so erfüllt, weil es so cool ist, weil es geht ja nur darum, dass der Körper sich immer selber heilt. Mhm. Aber wenn ich meine Mülldeponie nicht raus tue aus dem Körper. Darum ist ja wichtig, die einfachsten Dinge, aber nicht patentierbar, nicht limitierbar und it's for free. Und deshalb haben wir in unserer Medizin diesen Riesenkonflikt, wenn du über Schwingungen redest, über alles. Wir haben diesen Riesenkonflikt. Das eine ist ein Riesenbusiness und das andere ist frei. Also, frei ist schwitzen. Du kannst einfach schön laufen. Du kannst in die Sauna gehen, kostet nicht viel. Du gehst barfuß über die Wiese, das Erdmagnetfeld ist negativ geladen, weil sonst würden ja die Wolken da oben, wo richtig viel Wasser ist, ja, warum fällt es denn nicht runter? Und warum ist die Wolke hier und nicht hier? Und diese Dinge kannst du alle mit Ladung erklären. Und darum sind wir da in der Medizin ja
Also Neandertaler, sorry. Die herkömmliche Medizin. Die herkömmliche Medizin. Okay. Und natürlich ist mit Wasser und Wasserfiltern auch ein Riesengeschäft gemacht. Und auch ich. Aber du hast nur einen Wasserfilter. Wieso nicht? Es gibt ja unterschiedliche Wasserfilter. Aber es gibt viele Bauchläden, ja. Weil ich mein Leben nach bestem Wissen und Gewissen führe. Und das heißt, wenn ich das nicht mache, dann kommt bei mir die Rache relativ zügig immer. Also nach bestem Wissen und Gewissen. Das heißt, es gibt viele Wasserfilter, auch Wasserfilterfirmen. Es geht halt einfach ums Geld, um alles, das einfach, bequem ist, Millionen, Massenware. Mhm. Aber wenn ich weiß, dass es was Besseres geht, dann mache ich es halt bessere. Und es gibt super gute Wasserforscher, die wissen es echt in der Theorie. Du kennst viele, die sagen, ja, du brauchst es über die Steine oder über Agnihotra, über alles Mögliche laufen lassen. Aber so Wasser gut herzurichten, das ist richtige Arbeit. Und zwar hat es nichts zu tun mit der Wasserromantik. Ja, du musst kommen, du musst das installieren, du musst Löcher bohren, du musst das Abwasser ableiten. Das ist richtig, es hat nichts zu tun mit dem tollen Thema Wasser, was wir besprechen, sondern ich schicke halt das, was mir am Müll geliefert wird, schicke ich wieder zurück an die Wasserwerke, aber ich brauche es nur zum Trinken. Der Rest passt ja. Jetzt angenommen, ich wohne in einer Mietwohnung und habe so eine Wasserfilteranlage eingebaut, kann ich die da mitnehmen in die nächste Wohnung? Absolut, das ist überhaupt kein Problem. Ist das kompliziert? Nein, drei Wege haben heißt es, du brauchst niemanden zu fragen, haben alles entwickelt. Mhm. Aber ich bin meinem Leben verpflichtet, ich habe eine Lebensgeschichte hinter mir, dass ich gewusst habe, in dem Moment, also mir hat das mein Astrologe 1997 gesagt, dein Lebensthema ist Idealismus und Materialismus. Dann kommt die Materie. Ich hatte mal sehr viel Geld, war sehr reich, aber meine Ideale haben nicht gestimmt. Ich habe einfach wegen dem Geld gewisse Bauchdinger verdrängt. Und das ist halt dann schön zurückgekommen. Idealismus heißt, wie ist ein perfektes Wasser? Da sind wir wieder bei den Pflanzen, bei den Hunden, die du nicht manipulieren kannst, nicht beeinflussen das kannst. Das interessiert dich, ja. Und das ist dann nur die Nummer eins. Und dann die Energie kannst du natürlich super leicht messen. Mach nur die Kinesiologie. Ja, ja. Absolut. Einfachste Dinge. Oder mach deine Pflanzen. Da gibt es so viele tolle Geschichten. Und jetzt aus deiner Forschung heraus, was ist denn das für ein Geschäft dahinter, hinter dem Wasser? Ein Milliardengeschäft. Ganz klar. Also, wer verdient da dran? Ja, die große Industrie. An schlechtem Wasser? Nee, ja. Also, ich sage nur, Viren. Seit 1965 gab es einen gewissen Wilfried Sottemann, der hat den Nachweis geliefert, immer wenn es kalt wird und in gewissen Regionen, dann kommen Viren Noro, Rota, Influenza. Mhm. Und zwar immer in Bayern, Thüringen, Sachsen die höchsten Fälle. Und dann hatten wir jetzt noch ein Virus. Und dann habe ich mir gedacht, ah, das ist jetzt spannend. Der Wilfried Sottemann, den habe ich angerufen, da muss ich sagen, er wurde zwangspensioniert. Er hat in Aachen 600.000 Wasserproben gemacht und hat gesagt, die Virenbelastungen kommen aus dem Trinkwasser. Mhm. Und zwar immer 200.000 Stück und er wurde dann zwangsversetzt. Auch die Viren vom letzten Virus? Der hatte für die Bärbel Höhn, die Virenabgeordnete, hat er Reden geschrieben und er ist ein gebrochener Mann heute. Und ich habe auf meiner Homepage erich-meider.de habe ich das, seine ganzen Werke und die sind wissenschaftlich, habe ich veröffentlicht. Mhm. Und jetzt kommen wir zum jetzigen Virus. Onkel Erich ruft natürlich dann an, schaut sich jeden Tag an, aha, unsere Tabelle, wer ist Tabellenführer, höchste Influenza und wer ist der Niedrigste? Mhm. Und dann rufe ich bei den Niedrigsten an, sage in Aurich, servus, hier, ich bin, mache hier eine Studie über Wasserqualität. Ich habe kein Wort gesagt von Viren. Ja. Habe ich gesagt, aber bei den Inzidenzien, ihr seid da ganz unten, zum Beispiel Aurich, ja, und ich hätte es nicht dürfen. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Ich veröffentliche es aber nicht. Ich habe meine Gespräche auf Tonband aufgenommen. Okay. Und ich dürfte es nicht. Aber ich habe ganz viele Anrufe, die Tabellenführer von unten raus. Okay. Ja, die haben gesagt, ja, wir bohren 200 Meter in Sand, durch den Sand durch. Da geht natürlich nichts mehr durch. Und dann habe ich zum Beispiel Rostock, der Oberbürgermeister Rostock, stolz wie ein Pfau, wir haben die besten Corona-Maßnahmen. Okay, dann schaue ich mir das Wasserwerk an. Wir haben alle nur drei Klärstufen. Das erste ist ein Rechen, das ist jetzt auch mein Rechen. Das zweite ist ein Sandfilter und das dritte ist die Mikrobiologie, grob gesagt. Aber die haben dann noch dazu gemacht Aktivkohlefilter, Ultrafiltration und Ozonisierung. Damit killst du alles. Du siehst es ja im Schwimmbad, manchmal stinkt es nach Ozon oder nach Chlor, aber Ozonisierung, Ultrafiltration plus Aktivkohlefilter.
Und sieh an, Rostock war immer das Paradebeispiel. Später von Menzies natürlich und dann bei mir im schönen Schliersee natürlich oder in Miesbach. Und dann schaust du dir die Berichte an aus früheren Jahren, was da in den Krankenhäusern los ist. Und in Bayern, also vor Stolz, wie unser Obersüdi, ja, bei uns fehlt ja eh nichts. Das Rohwasser, wenn du es anschaust. Ja, und schau an Berchtesgaden, wo Hund und Kase sich gute Nacht hat, hat die höchsten Inzidenzen, hat man die Leute eingesperrt, anstatt dass man draufkommt, wo kommt denn das alles her? Und die Talsperren genauso, du wusstest genau, mich hat dann im Winter mal der Sodemann nachmittags um 4 Uhr angerufen und hat gesagt, Herr Meidert, die Inzidenzen werden wieder hochkommen, weil jetzt hatten wir warmes Wetter und jetzt kommt der ganze Schnee runter und da werden Sie sehen. Und so, das habe ich alles verfolgt. Ich finde es total interessant. Jetzt ganz wichtig, Wieso macht denn dann niemand diese tollen Wasseranlagen in München, in der Stadt oder im Schlesien? Geht ja nicht, mit den alten Leitungen. Wir haben die Leitungen sind 50, 100 Jahre alt, die gehen über Geh- und Fahrtrechte drüber, du kannst das nicht mehr machen, Game over. Ich habe von Banken oder von überall kriege ich die Rohre ja zugeschickt, weil nach 25 Jahren hast du ein gutes Netzwerk. Auch die Wassermeister, aber die sind alle pensioniert. Weil diejenigen, die richtig da sind, so neulich, da waren wir ja noch aus Augsburg, der hat mir das gesagt. Dann habe ich gesagt, jetzt kommen Sie zu mir, dann schreiben wir es uns auf, machen wir ein kleines Interview. Er ist niemals mehr gekommen, nur die alten Wassermeister sagen es. Und ja, die, schon, die Wasser testen. Aber wenn man jetzt die Bedeutung des Wassers für die Gesundheit der Bevölkerung nimmt, ist es doch ein zentrales Thema. Ja. An sich ist es eigentlich ein Skandal, dass sich da nicht darum gekümmert wird. Sag ich mal, wie setzt sich das Wort Krankenkasse zusammen? Aus welchen zwei? Also du willst sagen, es ist ein Riesengeschäft. Die Krankenkasse ist ein Geschäft. Kranken minus Kasse. Ja, wenn ich jetzt, schau, ich kann es nur von mir sagen. Ich gehe jetzt, nach 15 Jahren, lasse ich mir die Zähne machen. Aber sonst, ich habe 2000 Euro Selbstbeteiligung, wofür brauche ich bitte einen Doktor? Wenn ich krank bin, gehe ich ins Bett, schwitze. Oder trinkst du Wasser? Ich hatte auch einmal diesen berühmten Virus. Dann habe ich Eisenkraut genommen, das ist natürlich totaler Humbug. Ich habe mich hingelegt und gesagt, boah, sauber hat es mich erwischt. Und nach 10 Tagen alles wieder okay. Hat es mir aber 6 Jahre auch vorher auch schon mal. Dann legst du dich halt ins Bett, du schwitzt, du gibst der Ruhe dem Körper und nicht gleich rein. Weil du wirst ja einfach, der Körper heilt sich das selber aus Widerstand. Aber wir haben ja ein System, das schon, ja, und ganz ehrlich, ich habe neulich erlebt, da hat ein 98-Jähriger einen Herzschrittmacher bekommen. Wunderbar, aber eins wird bei mir sicher nicht passieren, dass ich so alt bin und komme da mal wohin, weil dann gibt es deshalb mal Krankenkasse. Das Problem ist, dass die Strukturen, damit was verändert wird, sehr lang schon gewachsen sind. Und die dann zu erneuern, da braucht es halt viel Leute, viel Kraft und da brauchst du viele, die zusammenhalten. Nein, ich bin im Moment sehr dankbar für unseren Gesundheitsminister. Ja. Ich bin wirklich froh, dass wir einen Gesundheitsminister haben, weil da hat man die Chance, Fragen zu stellen. Über den Werdegang, über die Historie und so. Und dann so einfach, wie mein Wirtshaus sagt, sagen wir, ist es einer, ist es keiner. Also wir haben jetzt die Chance. Es liegt an jedem von uns selber zu sagen, folge ich jetzt Tsunami. Beim Tsunami kommen 300.000 Wildtiere, 300.000 Menschen ums Leben und kein Wildtier. Oder? Wieso? Wieso? Ja, weil die einen Instinkt haben. Und die dringen aus der Pfütze. Und schau mal, wie sie wachsen und gedeihen. Ich habe natürlich Leute mit Katzen, Frauen, die haben 16 Katzen gehabt und dann werden die steinalt und alles. Also Folge der Natur. Also und das, was wir jetzt eben in unserem Gesundheitssystem erleben, das ist halt die Chance für jeden. Darum sehe ich sehr positiv unseren Herrn Karl Klabauter, sehe ich sehr positiv, weil er halt den Menschen hilft, zu sagen, naja, also beim Aufwachprozess hilft, sage ich jetzt einfach mal. Ich formuliere es positiv, weil ich es auch so sehe. Früher habe ich den Leuten schon nicht geglaubt, aber der Herr Seehofer war ja auch mal Gesundheitsminister und er hat gesagt, diejenigen, die die Gesetze machen, die haben nichts zu sagen. Aber diejenigen, die was zu sagen machen, die haben die Gesetze. Das sind die Leute im Hintergrund. Und du musst ja nur nachlesen, in Brüssel, Bonn oder in Berlin, wie viele Lobbyisten? Und, in Brüssel, ja. In Bonn, in Berlin sind es 1000 hauptberufliche Influencer, Manipulateure, Lobbyisten. Sowieso. Ja, und darum ist die Frage mit Mineralwasser beantwortet.
Und beim Leitungswasser, wie sollst du das machen? Du hast im Jahr 9,5 Milliarden Kubikmeter Abwasser in Deutschland. Und wir haben 50% von unserem Klärschlamm, was hochtoxisch ist, was das, das alles, was ich sage, zitiere ich aus dem Umweltbundesamt, 50% vom Klärschlamm wird getrocknet. Und dann wundert man sich, wenn die Uni Bayreuth einen Kubikmeter Bio, praktisch Bioabfälle testet und findet dabei 400.000 Teilchen Mikroplastik. So ist es. Aber ehrlich, wieso ist das nicht mehr im Bewusstsein von den Menschen? Wieso berichten da wenig Zeitungen drüber? Ja, weil es natürlich auch Wasserfilter brandgefährlich sind, muss man ja auch sagen. Da, ja, natürlich. Es gibt viele Filtersysteme, wo ich sage, also schmeiß es weg. Weil du hast dann so Systeme, jetzt zum Beispiel im Sommer, das sind sogenannte Freefall-Systeme. Und da heißt, ja, die guten, wertvollen Mineralien bleiben erhalten und das Schlechte, das tun wir rausfiltern. Aber schubsdiwupps geht's durch. Jetzt habe ich aber 870 Pflanzenschutzmittel, 1700 Pestizide im Umlauf. Ja, wie soll das in Sekundenbruchteilen gehen? Und dann sammelt sich das, das kontaminiert, das reagiert miteinander. Da bist du vom reinen Leitungswasser, wenn du es 2 Minuten laufen lässt, besser dran. Okay. Und die Tests beim Leitungswasser sind auch eine Farce, weil du tust erst abflammen oder jetzt desinfizieren, lässt es 2 Minuten laufen, tust den Perlator weg. Und dann ist dieses 8-fach verhöhte Grenzwerte, zum Beispiel Natrium, war früher 20 Milligramm, jetzt sind es 200. Heimlich, still und leise. Hilft es denn, wenn ich das Wasser lang laufen lasse? Ist besser, auf alle Fälle. Wie lange muss ich es laufen lassen? Bis es kalt ist, bis es kalt kommt. Und du tust noch was Gutes, weil jetzt sagen wir ja Wassersparen, aber das ganze Wassersparen, Toilette, Dusche, Waschmaschine, Spülmaschine. Ja, Bazillen, Bakterien. Nee, aber dadurch leiten wir nur kontaminiertes Wasser. Wir haben aber einen Schwemmkanal. Ich verstehe. Und der geht dann in die Klärwerke, die schaffen es einfach nicht mehr. Und das Große, die Politik. Also wir sollten mal 100 Milliarden Sondervermögen machen in die Kläranlagen. Das wäre gescheiter. Hätten wir vielleicht einen anderen Vorschlag. Ja? Okay, jetzt die letzte Frage, lieber Erich. Mit deinem Fachwissen. Wie viel gutes Wasser, was Gutes ist, wenn ich keine Filteranlage habe, kann man bei dir erfragen. Wie viel gutes Wasser muss ich täglich trinken, um gesund zu bleiben? Körpergewicht mal 0,035. Du als Gazelle 1,5 Liter bis 2 Liter. Ich als bayerische Ausgabe 3 Liter Minimum a day. Und dann kannst du die Flüssigkeiten schon wechseln. Also das ist auch wichtig, die Lebensfreude, die Energie. Das heißt, ich darf einen Schnaps trinken. Ich habe hier noch, wer es macht für alle, das blenden wir dann ein. Genau. Das kannst du vielleicht mal in die Kamera tun. Genau. Und Schluss. Da, mir geht es nicht ums Anglauben. So. Mir geht es, da kriegst du das PDF, mir geht es nur ums Verständnis. Mir geht es niemals um Anklage. Ich habe Verständnis für die Wasserwerke. Ich verstehe, warum du Milliardengewinne machst. Schau dir die Berichte an über der in der ARD, über Vio zum Beispiel war das da. Und dann kannst du hochrechnen, diese 365.000 Kubikmeter mal 1 Euro, 18 Cent kostet es im Einkauf, das ist ja alles öffentlich. Und das interessiert mich halt. Die Zusammenhänge. Und da, dieses Poster ist nur Verständnis, warum du ja Wasser filtern musst. Und dann, warum Wasserfilter nur die Osmose leider als Grundlage funktioniert, ist wegen diesem PFAS. Weil das nie keine andere Filtermedium richtig abmacht. Und dieses Jahrhundertgift wird uns die nächsten 20 Jahre, es wird steigen. Es wird jetzt dann erstmal getestet, dann wird es irgendwann verboten. Aber produziert wird es ja in Asien und in China. Super. Erich, ich muss dich jetzt leider unterbrechen, obwohl es so spannend wird. Wir machen gleich nochmal ein Interview. Ja. Zum nächsten Detail deiner Forschung. Ich finde deine Vision wunderbar. Es ist wirklich sehr beeindruckend, das Fachwissen, das du hast. Und es ist so klar geworden, auch unseren Zuschauern, warum gereinigtes Wasser, gutes Wasser, sehr wichtig für die Gesundheit ist. Jetzt müssen wir leider aufhören. Der Tipp nur, die Leute wollen ja Anhaltspunkt. Ja. Kauft ihr Plose, Lauretana, Black Forest, Schwarzwald oder Hornberger Lebensquell. Macht einen schwarzen Tee. Und dann euer Leitungswasser dagegen. Also billiger geht's gar nicht. Das ist ein 1-Euro-Test und dann passt's. Okay, das war ein Tipp. Super. Ganz herzlichen Dank. Liebe Zuschauer,
Vielen Dank, dass ihr jetzt zugehört habt. Und ich glaube, das hat uns alle jetzt einen Erwachenseffekt gebracht bezüglich dem, was wir da eigentlich trinken und warum wir eigentlich reines Wasser trinken sollten für unsere Gesundheit. Sehr wichtig. Ihr findet ja Informationen zum Erich Meidert und seiner Firma Mr. Water natürlich auch. Und ich freue mich auch sehr, wenn wir uns sehen beim Welt im Wandel-Kongress in Würzburg im Oktober. Dann können wir auch in Kontakt treten und dann freue ich mich nochmal, wenn ihr zum nächsten Interview kommt bei Welt im Wandel TV. Eure Bettina. Die Welt ist im Wandel und wir mit ihr. Wir haben Visionen, Wünsche und Träume, die wir jetzt in die Tat umsetzen wollen. Und damit uns das gelingt, verabreden wir uns. Ihr Lieben, das ist eure Einladung für den Welt im Wandelkongress 2024. Und die, die schon mal mit dabei waren, wissen, dass da die Post abgeht. Und damit ihr euch jetzt schon mal freuen könnt, werde ich euch verraten, wer mit dabei ist. Christina von Dreien, Dieter Bröers, Armin Riesi, Pratzo, Thomas Young, Christiane Hansmann, Tim Taxis, Rade Maritz, Stefan Meyer, Christiana Schweitzer, Joe Meinberg, Vera Brandes, Dr. Milan Meder und Sabine Lienek. Und so wie immer gibt es neben den Vorträgen und Interviews auf der großen Bühne Workshops, Seminare und Aussteller. Seid ihr bereit für eine neue Begegnung? Die Tickets gibt's jetzt. Und für die unter euch, die jetzt Feuer gefangen haben, auch zum Frühbucherrabatt. So, lasst uns rocken, lasst uns feiern und wiedersehen am 26. und 27. Oktober in der Kongresshalle Würzburg. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.